Willkommen bei Arabei TV. Mein Name ist Susan Aytekin und ich bin, was ich bin, ob Sie es glauben oder nicht. Uwe Kröger im Übrigen ebenso. In seiner ersten Autobiografie, die jetzt heute präsentiert wurde im Hotel Imperial, waren wir natürlich mittendrin statt nur dabei. Ich versuchte herauszufinden, was seine prominenten Fans so über ihn denken. Es hat keinen Sinn, wenn man nicht sagt, hey Welt, ich bin, was ich bin. Ich habe ihn künstlerisch absolut immer sehr gemocht, denn ich habe seine ersten großen Erfolge in Wien erlebt mit Elisabeth und war hingerissen, was er auf der Bühne bietet. Und habe ihn dann privat kennengelernt und habe feststellen müssen, der ist ja so bescheiden und sehr zurückhaltend. Er war damals noch nicht geoutet, aber jetzt, seit er sich geoutet hat, merkt man erst, was für ein liebenswerter, bescheidener und großartiger Künstler er ist. Es ist heute auch sozusagen kein Thema mehr darüber, dass man da irgendwie, ich weiß nicht, ein Versteckspiel machen muss. Aber es ist, glaube ich, ich merke das doch immer wieder, auch in unseren Kreisen, dass immer noch ein gewisses, weiß nicht, wie ich das jetzt bezeichnen Tabu? Soll, Tabu, vielleicht auch eine Hemmschwelle ist. Ja. Und ich finde es einfach großartig, wie er das einfach macht, wie er das begeht, wie er auch diese Rollen spielt. Unglaubliches Talent, Verwandlungskünstler, wie wir es auch heute erleben durften und natürlich gigantische Stimme. Was für ein Patient sozusagen ist der Uwe? Ein sehr kommoder, ein sehr lieber, ein sehr zufriedener und gehorsam. Gehorsam, das hat man als Arzt sehr gerne, oder? Ja, er ruft immer an, wenn er Ratschläge braucht. Er ist eigentlich könnte er selber Mediziner sein, weil er ist wirklich einmalig. Für unsere Arabei TV-Zuseher, worum geht es hier? Vom Herrn Honsal kurz erklärt. Worum geht es hier? Hier geht es um die Biografie vom Herrn Uwe Kröger, den Musicalstar im deutschsprachigen Raum. Also es gibt keinen größeren. Uwe hat mir es erzählt und ich habe das geschrieben, was er erzählt hat. Und es ist gut geworden, sagt der Uwe. Man hat eben gehört, ich bin, was ich bin. Und in der Tat ist dieses Lied ausschlaggebend gewesen für vieles, was mich in meinem Leben bewegt hat. Dieses Lied sollte mich ein Leben lang begleiten, den Musicaldarsteller und den Mensch. Es ist nicht nur irgendein Text, es ist eine Bitte, eine Aufforderung, eine Selbsterkenntnis, aber vor allem ein Statement und ein Credo. Wie lange hast du dafür gebraucht, um diesen Titel zu kreieren? Also der Titel ist ja schon kreiert, das ist ein Lied, das ist der deutsche Text von I Am What I Am. Leben und Leben lassen ist ein Credo, aber ich bin, was ich bin, füllt das Ganze. Warum aber auf Deutsch und nicht eben im englischen Originaltitel? Weil sozusagen der deutsche Text farbenreicher und konkreter und direkter ist. Ich liebe die deutsche Sprache und ich finde einfach den deutschen Text, der deutsche Text trifft es so auf den Punkt, während der englische vorbeiplätschert und man ihn von Gloria Gaynor kennt, man kennt es aus der Disco, aber nicht dasselbe empfindet wie bei dem deutschen. Das Schreiben eines Buches eine Art der Therapie? Absolut, absolut. Es war für mich, also ich kann ja nur für mich sprechen, eine wirklich ganz wichtige Art der Therapie, der Aufarbeitung. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Bücher für mich geschrieben. Dass sie noch ein paar Leute dazu gelesen haben, das ist ein schöner Nebeneffekt, aber eigentlich habe ich sie für mich geschrieben. Wen interessiert bis jetzt mein Leben? Also für ein Buch, für so viele Seiten, ich weiß nicht, wie viele Seiten es sind, aber es schaut mir so aus, wenn ich aufs Buch schaue, so 300 Seiten werden schon sein. Wie gesagt, das dauert noch ein bisschen, bevor meine Memoiren rauskommen. Wann kommt ein Buch von dir heraus? Ich glaube, es wird noch ein paar Jahre dauern. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Leben. Auch ohne Buch? Im Prinzip auch ohne Buch. Als Promi-Ärztin auch ein Buch herausbringen mit lauter Geschichten über Prominente. Wann dürfen wir uns darauf freuen? Warum denn nicht? Nie, weil ich unterliege der Schweigepflicht als Medizinerin und an und für sich ist das... In der Pension geht's auch nicht? Es ist sicher nicht interessant. Wozu? Also ich denke mal, wenn jemand sich sein Leben mir anvertraut, muss ich einfach so diskret sein und bin ich auch natürlich und das bleibt für mich. Ich bin, was ich bin, und was ich bin, ist kein Geheimnis. Es liest sich sehr flüssig, es ist jetzt, ich denke nicht über die Weltpolitik nach oder doch, sondern es geht einfach darum, wie tickt der Uwe. Und wie tickt der Uwe? Dass er einfach Spaß hat. Die Leute sollten es vielleicht lesen, um es herauszufinden, würde ich sagen. Oder ja, genau. Lesen, kaufen und vielleicht direkt in eine Buchhandlung gehen, weil das finde ich nämlich schön, dass man in eine Buchhandlung geht und sich dort ein Buch kauft. Oder vielleicht am 4.12. in die Wiener Stadthalle kommt zu meinem großen Konzert zum 50. Geburtstag. Hey Welt!